e.V. Genau. Also wir wollen mal kurz was über die erfahren. Ne? Wir haben uns auch mal ein paar Informationen zusammengetragen. Im Jahr 1958 hat es schon mal angefangen. Da wurde der Fanfarenzug an der Roten Schule in Hohenleutendorf von Dieter Böcke gegründet. Nur wer lesen kann, das klar im Vorteil. Wieso? Da wurde einer der beiden. Ach so. Hat sich gegründet? Ja, das muss ich mal ein bisschen korrigieren. Muss ich. Ja, ist ja richtig. Du hast das ja gemacht, die Karte. Ich lese ja nur vor. Ach so. Ja, nicht mal das. Ah, ja, okay. Hab ich. Das war. Okay, im Laufe der Jahre entwickelt sich dieser Fanfarenzug zu einem Klangkörper bis zu 120 aktiven. Als Höhepunkt damals in die Teilnahme an den Weltfestspielen 1973 in Berlin zu nennen. Und die Wendewirren überstand dieser Verein nur, weil er als Einzug in die Freiwillige Feuerwehr Hohenleutendorfs integriert wurde. Genau. Und zum 40. Jahrestag gab es auf Wunsch vom Leiter Uwe Schröder ein Treffen ehemaliger mit gemeinsamen Spielen. Da hatten dann einige von den Alten Blut geleckt und haben den Uni-Fanfarenzug gegründet. Und sie wollen heute als Spielgemeinschaft unter der Stabführung von Andrea Bismarck ein paar Titel zur Aufführung bringen und somit den Kreis sozusagen wieder schließen. Ja. Denn ohne den Fanfarenzug Musik zu, ihr wisst auch keine Uni-Fanfarenzug. Wunderbar. Na, dann gucken wir uns das gleich an. Ja, nein, jetzt mache ich noch eine richtige Anmoderation. Du, das mach das. Die habe ich mal vorgegeben. Bitte. Die hat dir so gefallen. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Sie nimmt eine Führungsposition ein. Ihre Durchzugskraft ist vorbildlich. Sie ist relativ sparsam im Verbrauch und hat eine gute Straßenlage. Sie ist 1,67 Meter groß, blond. Ihre musikalischen Wurzeln liegen beim Spielverzug der damaligen BSG Stahl Brandenburg. Seit 2010 ist sie in ihrem heutigen Verein aktiv. Begrüßen Sie mit uns Andrea Bismarck mit dem Uni-Fanfarenzug Hohenleutendorf. Thank you.
Ein herzliches Dankeschön und einen riesen Applaus der Spielgemeinschaft Oli von Fahrradzug, Hohen Neuendorf und Musikzug der Feuerwehr Hohen Neuendorf. Ja, 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 je oller, je doller, ne? War gut. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist so, wenn man einmal so richtig da drin ist, ne? Das habe ich jetzt gerade gesehen, Jungs, ne? Also das geht dann immer noch. Ne? Da kann man noch ein paar Jahre aussetzen und kriegt dann wieder mal so eine Fanfare vor den Mund und dann geht's. Du kriegst von mir einen Gutschein?